Und jetzt auch willkommen zurück auf YouTube. So, die Markierung brauchen wir jetzt nicht mehr. So, Geschichte eines Anglers, das würde ich jetzt gerne mal machen. Ist ja nicht weit. Wir haben, glaube ich, auch nichts mehr im Inventar. Außer den Schlüssel. Oh, ich pack die Schlüssel auch mal weg. Pack die mal in die Kiste. Also, und wo waren nochmal die Ausrüstung? Die Hose wollte ich da reinpacken. Hier. So. Komm, wir gehen einfach querfeldein. Ich freue mich aber schon, das da auszubauen im nächsten Stream dann. Das wird dann ein kompletter nur ein Baustream sein. Gehe ich mal von aus. Vorausgesetzt, ich habe alles zum Bauen da, was ich haben will. An Teilen. Bauelementen. So, Weißwind haben wir entdeckt. Ach ne, die Käferblätter. Die sind ja richtig lästig. Die mag ich echt am allerwenigsten, weil die richtig lästig sind. Die kommen immer wieder nach. Es sei denn, man haut dessen Nest kaputt, die man finden muss. So, wo sind dessen Nester? Hier. Und weg damit. Wir haben auch bald keine Pfeile mehr. Wir haben dann noch ein Nest irgendwo. Alter, wie viele? Hier. Das ist die. Da haben wir es. Anscheinend habe ich dessen Nest nicht, nicht alle ausgeschaltet. So. Sie leben im Untergrund. Es ist wahr. Die glühenden Irrlichter feiern. Sie tanzen vergnügt und fröhlich unter den Wellen. Ich sah Lichter im Morgengrauen unter den schimmernden Wasseroberflächen. Die leuchteten aus der Tiefe und das, nachdem Erlands gestorben war. Die Leute spotten und lachen. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ist das ein Zeichen? Wird sie zurückkehren? Vielleicht lächelt uns das Glück endlich zu. Das sieht super aus. An dem ranzukommen, während man im tödlichen Miasma ist. So, Stufe 17, nice. Haben wir auch endlich geschafft. Machen wir aber, wenn wir hier weg sind. Gibt es hier noch mehr zu lesen? So. Die Miasma-Roden nehmen wir auch noch mit.
oben gefunden. Wow. Nein, das wollte ich nicht ausrüsten. Zählt das jetzt als abgeschlossen? Ich glaube schon. Machen wir das. Höhlen der Kuriositäten. Ich will aber erstmal hier wieder raus aus dem Miasma. So, da haben wir schon mal die Straße. Hier, das einmal nutzen. Ja, ich habe jetzt nicht genug Geschosse. Ich muss wieder welche herstellen, Pfeile. Ich muss auch nachher nochmal gucken, was das Rezept war. Für Kupferpfeile, also Kupfer auf jeden Fall. Sind die noch hinter mir her? Nicht mehr, okay. Kümmern wir uns hier jetzt. Wir haben zwei Lernpunkte, sage ich jetzt mal. Ich bin daran gewöhnt, das Lernpunkte zu nennen. Wir könnten die beiden hier machen. Oder Rohling. Jeglicher Nahkampf-Wuchtschaden wird um zusätzlich 10% erhöht. Oder jeglicher Nahkampf-Stichschaden wird um zusätzlich 10% erhöht. Das ist aber für Speere. Das für stumpfe Waffen, glaube ich. Das war halt für Schwerter. Deswegen würde ich eher in die Richtung gehen. Und danach das hier schnelle Klingen. So, Leuchtenstein. Aber erstmal außen rum. Weil wir eigentlich da nach da hinten hin müssen. In der Stadt brauchen wir jetzt erstmal gar nichts mehr, glaube ich. Außer im Hafen nochmal irgendwie was. Ach, da ist er. So, nehmen wir mit. Kommen wir da rüber? Ja, wir kommen hier rüber. Perfekt. Okay, einmal in den Hafen rein. Muss nur doch hier rein, okay. So. Was genau suchen wir hier? Ein verstreutes Erbe.
Das ist jetzt wirklich die Frage. Was suchen wir hier eigentlich genau? So, schnell damit weg. Stecke ich hier fest? Na doch. So, Salz, perfekt. Ach ne, nicht der schon wieder. Wieso haut er seinen Kollegen hier nicht kaputt? Super. Hier ist super. Wie komme ich wieder schnell zu ihm hoch? Okay, der ist wieder da. Der hat noch nichts wieder aufgeladen. Perfekt. Hä, wo geht... Kollege, wo gehst du hin? Hallo? Ich bin hier. Nein! Na, scheiß auf den. Hier unten vielleicht? Gibt's hier unten noch irgendwie einen Weg? Laut. Das war jetzt heftig, das war ein bisschen viel. Jetzt, oh nein. Soll mal Ruhe geben. So. Dahin gibt es noch mehr. Kettenheilung, ich... Ich würde das vielleicht doch mal benutzen wollen, jetzt eben. Ausrüsten. Wie benutze ich das? Magierstabladung. Den Geheimgang. Erstmal den hier wieder weg. Wo genau befindet sich das? Ich würde es gerne wissen, also rausfinden, wo dieses sogenannte perfekte Erbe sein soll. Oder verstreute Erbe? Erbe? Ich
Ja, jetzt kommen die alle. Au! Gefunden! Waffe des Nordens, bitte. Schnell weg damit. Komm ich da hin? Ich komm da nicht dran, ne? So, hier. Wir sind ausgesperrt. Die Bastarde haben die Tore zur inneren Stadt verschlossen. Wir Armen sollen hier jetzt wohl sterben. Das wird nicht helfen. Die Armee von Forgott wird sie schon in die Finger bekommen. Brennen sollen sie. Gormander soll Stahl fressen. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich bin zwar versteckt, aber ich habe immer noch diese verfluchte Krankheit vom letzten Winter. Wenn mein Körper mich jetzt im Stich lässt, wenn ich niese, wenn ich huste, während die Nördlinge draußen rumschlendern, werden diese Abwasserkanäle mein Grab sein. Ich zittere. Das ist nicht mein Schüttelfrost. Irgendetwas stimmt nicht. Hier weht Wind. Nein, das ist Atem. Scharf wie eine Klinge. Ich kann nicht sehen, woher oder von wem er stammt. Es ist in mir, in meiner Kehle, so kalt. Es ist Säure. Es ist schlimmer. Schlimmer als die Kanalisation. Hilfe. Es fühlt sich an wie der Winter. Eigentlich schon tragisch, was mit denen hier passiert ist. So, aber dann haben wir jetzt das, glaube ich, auch abgeschlossen. Jetzt will ich nur von den Krabbelviechern weg. So. Zählt als abgeschlossen. Das wäre das nächste, was ich machen wollen würde, aber... Ich reise noch mal kurz zurück. Meine Waffe ist ja bald hinüber und keine Ahnung, wo hier so ein Bügeleisen ist. Also in der Stadt habe ich bisher noch kein Bügeleisen gefunden, muss ich ehrlich sagen. So, einmal alles repariert. Habe ich irgendwas im Inventar? Wache des Nordens, Hose. So, wo waren die Ausrüstungsteile? Hier. Packen wir die auch mal hin. Da fehlen mir noch eigentlich zwei Sachen, glaube ich, für die Wache des Nordens. So, die Sporen kommen auch noch hier rein. Salz kann hier rein. Miasma wurden hier. Wo haben wir Stoff? Da. Aber ich brauche ein anderes Sortiersystem. So ablegen und weg damit. Brauchen wir nicht. Haben wir irgendwas mit Pflanzenfasern? Ich glaube nicht. Ich packe die mal hier mit rein. Doch, hier. Und gucken wir mal. Wer kann hier Pfeile herstellen? War es sie? So, Kupferpfeil und Giftsack. Okay. Hierfür bräuchten wir Äste und Kupferbarren. 2 Kupferbarren, 10 Äste. Dann kriegen wir 50 Stück. Äste haben wir hier unten. Teilen wir mal anders. Und wo hatten wir Kupfer? Alles klar, Falli. Dann dir einen wunderschönen Abend noch. Und ich hoffe, man sieht sich nochmal. Entweder dann wahrscheinlich bei Hedel wieder im Stream oder bei Kami oder so. Oder vielleicht auch bei mir mal wieder. Ich freue mich auf jeden Fall.
Wir müssen aber auch noch mal quatschen wegen Raft. Raft wollte ich auch irgendwann mal wieder weitermachen mit euch zusammen. Oh, das geht. Aber danke, dass du da warst. Auf jeden Fall einen wunderschönen Abend noch. Oder eine wunderschöne Nacht, sage ich mal eher. So, apropos Nacht, es wird ja hier auch bei uns wieder Nacht. Toll, schon wieder verschlossen. Ich baue den einfach ab. Man braucht den nicht immer wieder aufzuschließen. Ah, das, okay. Montag bis Mittwoch, das klingt gut. Ich bin nur Ende des Monats, für 2 Wochen dann quasi nicht mehr da. So. Aber ansonsten können wir gerne nochmal schreiben, was das angeht. Ja, aber dann jetzt wirklich eine wunderschöne Nacht. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. So, jetzt will ich aber nochmal kurz Werkstätten. Wir können hier bei ihr was Neues machen. Den können wir machen. Leinen und getrocknetes Fell. Wieso haben wir den nicht längst gemacht? Leinen müssen wir doch irgendwo haben. Und getrocknetes Fell auch. Da haben wir es. Getrocknetes Fell. Obwohl, warte. Wie viel bräuchten wir dafür bei ihr? Okay, 6. Und Leinen. Wo haben wir Leinen? Ich brauche wirklich ein besseres Sortiersystem hier. Oder mal Ordnung. Hier haben wir Leinen. Nein. Das war falsch. Nein, mir fehlt noch ein bisschen was. Was bräuchten... Wie konnten wir Leinen machen nochmal? Ich habe mich zu wenig damit bisher auseinandergesetzt. Flachs. Haben wir Flachs. Irgendwo hatten wir doch Flachs. Wir haben nur 4 Flachs? Hatten wir nicht mal mehr? Ich meine, mich erinnert zu haben, dass wir noch während dieses Streams nach welchen gesucht hatten, also eingesammelt hatten. Oder habe ich die irgendwo anders einsortiert? Wo ist mein ganzer Flachs, den ich irgendwann heute eingesammelt hatte? Ich fühle mich jetzt ein bisschen doof. So, aber okay, wir machen den jetzt. So, ausrüsten und weg damit. Immerhin wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. So, was ist jetzt der schlauste Weg dahin? Ich glaube hier eher weniger, oder? Über die Stadt. Hier ist immer noch rot. Okay, dafür... das ist ja schon das Eisgebiet hier. Zeit für die Ernte haben wir da.
Irrwurzburg, das haben wir noch nicht mal abgeschlossen. Da fehlte noch was. Ernsthaft? Ja, toll. Was war hier? Einfach zwei Fragezeichen. Ich wollte eh eigentlich mehr in diese Richtung hier gehen. Die Bitte des Schmieds. Da können wir ja auch jetzt langsam hin. Und Tor zu den Säulen der Schöpfung. Da können wir eigentlich auch schon mittlerweile hin. Da hat ja was gefehlt. Gehen wir mal dahin. Da konnten wir eh nicht durch, bis wir das, glaube ich, verbessert haben. Da war ja tödliches Miasma drin. Warte mal. Der ist nicht mehr ausgerüstet. Können die auch so kaputt hauen? Komm mal her! So, nehmen wir mit. Wieso ist... Wir wollen den hier ausrüsten. So macht man das. So, da will ich jetzt endlich rein. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. So, Tor zum Säulen der Schöpfung. Bitte sei es kein tödliches Miasma mehr. Es ist jetzt blau. Und hier wieder Green. Gehen wir an den lieber vorbei. Okay, das sieht geil aus. Inneres Sanktum. Untersuch den seltsamen Brief. Achso, die Bitte Schmieze. Finde die Schreinerwerkzeuge. Alchemistischer Grundstoff. Besseren Mana-Trank können wir jetzt machen. Oh, Bronzebahn. Steintür plus 9 mehr unter Schreiner. Was gibt's hier noch? Leuchtstaub nehmen wir mit. Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht hier mitten niesen. Erfahrungsschriftrolle nehmen wir mit. So, benutzen. Welche Quest ist denn das jetzt? Und jetzt haben wir hier eigentlich bessere Mana-Tränke, bessere Miasma-Tränke. Ewiger Feuerball, die
Ich bin eh kein Magier. Bin, was Magie angeht, eigentlich sehr oft zu doof. Bronzersolzverlags. Wir haben noch nicht mal die Kupferdinger gemacht. So, Bronzespitzhacke. Dann hier kolbenartige Keule. Okay, Bronzerüstung kann ich noch nicht machen. Diverses Bronzefass. Die haben wir auch noch nicht gemacht. Müssten wir eigentlich mal machen. So. So, Steinbecken. Steintoilette. Kupferbadewanne. Steindusche. Wenn die hier kein richtiges Wasser haben, wie will man dann eine Dusche hier machen? Wohl, okay, Wasser haben wir. Können wir machen. Ein Bronzeblock. Okay, mehr gibt es hier, glaube ich, auch nicht. Okay, das ist auch neu. Pfeile, Bronzepfeile können wir jetzt machen. Warte mal, kommen wir von da? Nee. Säulen der Schöpfung. Südliche Karawane. Ich bin aber hier noch nicht fertig, bevor wir da weitergehen. Vor allem, da gibt es was zu lesen. Und hier haben wir noch mehr Bronzebarren. Ich hoffe, hier gibt es auch noch Bronze. Nee, aber noch eine Erfahrungsschriftrolle. Neue Theorien. Ich muss meine Studien überdenken. Meine Theorie nahm erst an, dass dieser Berg, das Säulen der Schöpfung, ein aktiver Vulkan sei. Der Abgrund von Lava wäre ja wohl Beweis genug. Ich dachte, dass die Spitze während eines prähistorischen Ausbruchs aufgerissen worden sein muss und das Land, wie wir es kennen, geformt hat. Und diese seltsame Struktur, nun ja, vielleicht ein Ort des Gebets und der Andacht, für lange Zeit von den Erbauern errichtet. Leider habe ich das alles nicht als erster entdeckt. Vor mir war schon eine andere Expedition hier, ein Volk aus dem Osten, angeführt von einer Nala. Sie glauben, dass es sich um eine Art Tor handelt. Wirklich interessant. Ich werde meine Theorien anpassen. Kaspian. Oh, noch mehr Bronze. Ne, das ist Kupfer, okay. Okay, das scheint sehr, sehr schnell zu sein. Also. Oh. Machen wir mal so. Flammenschild. Sieht schon mal viel, viel cooler aus, finde ich. Autsch. Was haben wir hier?
Ich bin gerade sprachlos, wo ich hier gelandet bin. Hier komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Hat das vielleicht einen Schalter? Geht's hier weiter? Greifenhose. Nehme ich trotzdem mal mit. Nee, das ist die falsche Richtung. Wo war denn das? Ich glaube doch hier. Da haben wir einen Obelisken. Jetzt, wie kommen wir weiter? Ah, doch, da sehe ich schon. Okay, das war knapp. Ich dachte schon fast, wir fallen runter. Für was war denn das jetzt? Was haben wir aufgemacht? Gebet der Flammenschriftrolle? Und erstmal Meteoritenschauer? Schade, dass man hier nichts verkaufen kann. Ich. Ah, das haben wir aufgemacht. Okay. Und das auch. Obelisk der Erbauer. Unser wachsames Auge gen Himmel, für immer versiegelt. Energie, die tief aus dem Kern hervorbricht, mein Licht erstrahlt und durchdringt. Die Grenzen des Weltraums selbst. Eine Tür, die vom Flammengeküssten geöffnet werden soll. Der hellste Funke wird den Weg des Feuers bestreiten und erleuchten, was sich im Schatten verbirgt. Die Sterne dürfen niemals erlöschen, die Sonne niemals finster werden. Und über allem wird sich ein Vermächtnis erheben, das auf ewig Bestand hat. Da hat irgendwas blau geleuchtet. So, da oben ist auch noch was. Und hier gibt es noch mehr zum... Ah! Forschungslager. Okay, hier sind wir gelandet. Hier wollen wir nicht schlafen. Ich guck mal, vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Was ist denn das? Nix. Okay. Vielleicht Staub nehmen wir auch mal mit. Lassen wir mal. Davon kriegen wir mehr als genug. Pfeiltrank. Holzpfeile. Wir haben wieder Pfeile. Perfekt. So, Schreinerwerkzeug. Da haben wir es. Lichtexplosion lassen wir mal. Bronzebahn. Veredelter Steinblock bei Werkbank. So. Ich habe es völlig vermasselt. Dieses seltsame Bauwerk. Wir wissen nicht, wozu es dient. Kaspian, dieser Idiot, hat uns nach unserem Fortschritt gefragt. Ich stammelte nur vor mich hin und habe mir dann einfach etwas ausgedacht. Sagte, es sei ein Tor zu den Sternen, dass die Erbauer damit einen Pfad gen Himmel öffnen wollten, angetrieben von der Energie des Feuers. Und ich glaube, er hat das geschluckt. Ich möchte nicht, dass Kaspian etwas vor uns herausfindet. Ich habe mir seine Steinmetzwerkzeuge geschnappt und sie in unserem Lager versteckt. Wenn Lorraine Krim hier wäre, würde sie mich dafür schwer verurteilen. Aber nun ja. Wahrscheinlich ist sie mit dem Damm beschäftigt, Nala. Dann war hier. So, Gebet der Flammenschriftrolle. Helles Irrlicht.
Oh, komm, das nehmen wir doch mal mit. Zinnbarren. Kupferbarren. Ups. Fossiler Knochenpfeil. Warte mal, das ist auch noch ein Weg nach oben. Was gibt denn hier alles zu entdecken in dieser Höhle? In diesem Vulkan, Entschuldigung. Geht auch schon wieder irgendwie raus. Ich gucke einmal kurz dahinter. Wo? Ah, okay, hier kommen wir hin. So, ich will, aber ich bin hier unten noch nicht fertig. Hinten gab es ja auch noch einen Weg und unten gab es auch noch mal einen Weg. Das sieht aus wie richtiges Lava, nicht wie dieses, was Miasma-Dings. Dieses rote Miasma. Muss man auch noch mal unterscheiden, glaube ich. Wo führt das hier jetzt hin? Ich gehe von aus, auch in dasselbe Gebiet. Was ist das? Salbei! Okay, wir haben die Wüste erreicht, würde ich sagen, oder? Das Canyon. Den Canyon meine ich, Entschuldigung. Da haben wir eine Brücke. Ich will wissen, wohin diese Brücke führte. In beide Richtungen. Was ist das denn dafür? Hühner! Die sind ja süß. Höhlenpassage. Noch eine, okay. Gibt's viele. Jo. So, jetzt sieht man wieder was. Das ist wieder so ein Gladiator, ne? Ja, der Wookie-Gladiator. Stufe 18? Dann gehen wir mal lieber. Wir sind noch nicht so weit. Verdammt. Hier sind wir noch nicht so weit. Obwohl, warte mal. Stufe 17. Egal. Machen wir später. Den Weg kennen wir jetzt und wir können hier entlang. Ich will wissen, was da unten gibt. Oder da hinten. Warte, was ist das hier?
Ruibus-Setzlin. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und Paprika. Nice. Was ist das? Kupfer oder Bronze? Obwohl Bronze wird aus Zinn und Kupfer hergestellt, ja? Ja, okay. So, Pflanzenfasern. Was ist das da? Rohrzucker. Ach, wie geil. Hier haben wir nochmal so eine Brücke. Boah, ich freue mich schon, den Canyon hier also richtig zu erkunden. Wird auch mal, wird bald sein. Stufe 18, komm. Riskieren wir es mal. Aber nicht gegen den Gladiator. Den schafft man noch nicht. Wo läuft der denn hin? So, gekochte Eier. Nice. Neuer Ort kartiert. Hier gibt es wieder was zu lesen. Geräusche. Wir haben sie letzte Nacht gehört. Ich bilde mir das nicht nur ein. Die Inschrift, die Knochen, die Wuka kommen wieder aus den Tiefen ihrer Höhle. Wir müssen unseren Grabungsort verlassen. Es wird zu gefährlich. Wir werden auch alle Relikte zurücklassen. Ich möchte sie nicht verärgern. Lorraine Krim. Was haben wir hier? Da komme ich nicht ran, ne? Ach so, noch ein Flammenrefugium. Okay. Was sind das? Normale Knochen, okay. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, das wäre irgendwas mit Elfenbein oder sowas. So. Salbei nehmen wir mit. Ich mag irgendwie Salbei, keine Ahnung. Beziehungsweise ich will immer alles mitnehmen. Wie viel Platz haben wir noch im Rucksack? Wir wären schon längst überladen, hätten wir nicht den anderen gemacht gehabt. So, erstmal gucken. 37 Schaden machen die. Und mein Schwert macht 40 Schaden. Ja, da können die weg. So, der kann auch weg. Nice. Rohes Vogelfleisch. Hühnersuppe bei Bäuerin können wir machen. So, gibt's hier sonst noch was? Nö. Hier nochmal Rohrzucker. Warte mal, Stufe 16. Yo. Okay, haben wir erledigt. Rohes Wildfleisch. Okay, schade. Ich hatte gehofft gehabt, dass da vielleicht irgendwie
Tigerfleisch, Leopardenfleisch, was ist da genau für ein Tier? Sowas in der Richtung gäbe. Na warte, wir wollten die andere Brücke hoch. Boah, ich freue mich schon, dieses Gebiet hier zu erkunden. Ja, die sehen halt eher mehr aus wie Hyänen, kann das sein? Das sind eher Hyänen. Nein! Autsch, jetzt hat er mich auch noch erwischt. Ne, Säbelzahntiger. Jetzt bin ich am Arsch. Das ist ein Säbelzahntiger. Ich sehe den Weg nicht. Hier, da ist der Weg. Wuka-Lager. Ich gehe mal an den vorbei. Hier ist wenigstens hell. Scheiße. Ja, so. Also, ausgerechnet jetzt, wo ich keine Ausdauer hatte, springe ich da runter. Versuche ich zu gleiten. Habe ich noch was im Rucksack? Fast alles weg. Toll. So. Jetzt aufhören zu sprinten, nicht, dass ich gleich wieder denselben Fehler mache. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier aufsammeln. So, ist hier was Neues? Nö. Wir können uns hier mal irgendwo schlafen legen, ne? Hier. Perfekt. Und dann würde ich mal das Schreinerzeugs hier wieder zurückbringen wollen. Ich glaube, wir machen es einfacher. Wir fliegen dahin, ohne unsere Ausdauer jetzt zu verbrauchen, so früh zu verbrauchen. Ich sprinte einfach viel zu gerne. Neuer Ort passiert. Seltsames Bauwerk. Das hier jetzt, oder wie? Aber okay, wir gehen wieder raus. Wir gehen nach Hause erstmal. Platzieren unseren Dings, lagern alles nochmal ein. Achso, keine Ausdauer. So, hier Flachs.
Gibt's hier noch mehr? Nee. Schade. Ich muss wirklich mehr Flachs sammeln. Ich habe auch keine Ahnung, wo das das letzte Mal alles gewesen ist. Ich meine nämlich, dass ich mehr gesammelt hatte. Wer hat mich im Visier? Da oben irgendwer bestimmt. Also Indigo brauchen wir jetzt erstmal gar nicht mehr. Beziehungsweise ich weiß nicht, wofür man Indigo sonst noch braucht. Ah, wir sind zu Hause, okay. Juhu. So, der Herr. Ich habe hier was. Welcome, friend. Schreinerwerkzeuge. So, du hast Schreinerwerkzeuge für mich? Perfekt. Leg es in der Nähe ab, damit ich mit der Arbeit beginnen kann. Natürlich. Warte mal. So, das kann zerlegt werden. Komm, ich pack die mal hier hin. So, das ist auch pausiert. Was für Setzlinge machen wir mal? Lachssetzlinge würde ich sagen. Wir packen da mal Lachs rein. Und Wasser. Stapel teilen. Packen wir Wasser dazu. So, was haben wir hier sonst noch? Und das macht nur Setzlinge. Aha. Jetzt wollen sie alle wieder was von mir. Alles klar, Hel, dann gute Nacht. Ich mach auch jetzt echt nicht mehr allzu lange. So. Ein schwarzer Kessel. Ein Alchemist ist nichts ohne seinen Kessel. Meiner ist vor langer Zeit in Flammen aufgegangen. Aber unsere liebe Emily Frey hat mir neue Hoffnung gegeben. Sie erzählt von Ikora, einer bemerkenswerten Magierin aus dem Nomadenanhöhe. Sie ist wohl nicht mehr am Leben, aber wir könnten ihren schwarzen Kessel benutzen, um eine Alchemietisch zu bauen. Emily Frey kann dir mehr darüber erzählen. So. Auf jeden Fall, Hel, dir eine angenehme Nacht. Schlaf gut, träum auf jeden Fall schön. Und erhol dich auch auf jeden Fall. Und dann hören wir oder lesen wir uns auf jeden Fall die Tage nochmal. So. Auf jeden Fall eine gute Nacht. Und träum was Schönes. So. Ich rede jetzt nochmal mit der guten Dame hier. Eine Gerbereistation. Hör mal, ich muss eine Gerbereistation bauen, um Felle zu konservieren. Vielleicht hat ja jemand in den Nomadenanhöhen eine. Ich wette, das Konservieren von Fellen und Leder ist in diesen sonnenverwöhnten Ländern viel einfacher, ohne diese Schneestürme, an die ich gewöhnt bin. Vielleicht haben Jäger aus der Gegend ein Rezept für eine Gerbereistation. Kannst du dich mal umhören? So, hier. Einmal nach für Feldfrüchte. Flammenblut. Ich bin das Klima hier noch immer nicht gewohnt. Die Dünen des Ödlands waren als meine Heimat. Frage mich, was hier blühen könnte. Mit einem großen Almanach der Pflanzen und Setzlinge könnten wir fantastische neue Feldfrüchte anbauen. Ich habe meinen in einem Lager zurückgelassen, als meine Karawane vor Gefahr floh. Könntest du ihn mir bitte zurückbringen? Und über Ikora? Ikora, ja, ich kenne sie. Sie ist zurückhaltend. Meint, dass andere Leute ihr die Energie rauben. Ich denke, dass sie einsam ist. Aber sie ist eine Meisterin, wenn es um das Brauen von Tränken geht.
Sie hatte ihren Laden in rauen Blick. Würde gerne mal ihre Arbeit bewundern. Angeblich kann sie mit Leichtigkeit jeden beliebigen Trank zaubern. Farewell. Fladenbrotbeiofen können wir machen. So, er will wieder was. Jägerin aus dem Nomadenanhöhen. Lustig, dass du fragst. Meine Tante Morvena kannte diese furchterregende Jägerin. Groß wie ein Berg. Lupa wurde sie genannt. Sie rang mit Wuka, zähmte Drachen und trank auch gerne mal was. Tatsächlich hat sie einmal meine andere Tante, Duin die Ältere, im Vollrausch verprügelt. Hahaha. Dafür kam sie in den Rabenblick Bergfried. Soweit ich weiß, hat sie das Tageslicht nie wieder erblickt. Okay, jetzt will aber keiner mehr was von mir, oder? Ich hoffe doch. So, ich will jetzt erstmal Sachen sortieren. Einlagern wieder. Das wird wieder ein Spaß. Brauchen mehr Kisten. Definitiv. Aber dann machen diese magischen Dinger. Und auch noch dann die größeren. Oder ich muss das anders sortieren. Hier packen wir mal. Ach komm, packen wir die beiden hier hin. Oder die drei. Haben wir hier für was? Nö. Für hier haben wir was. Das hier und das hier. So. Oder ich müsste das komplett anders sortieren hier. Ich glaube, darüber mache ich mir später offscreen Gedanken. Hier habe ich nichts. Hier ist wieder leer. Okay, hier können wir... Packen wir da rein. Achso, die packen wir mal hier hin. Packen wir hier rein. Keine Ahnung. Ach stimmt, Flachs war da drin. Zell haben wir nichts. Hier hatten wir Dings gehabt. Okay, warte. Da. Müssen wir den dann nochmal rausnehmen. Da. Packen wir das wieder hier rein. Dann würde ich hier die Paprika auch noch mit rein tun. So, dann packen wir mal auch hier hin. Hier haben wir den ganzen restlichen Scheiß und hier nochmal den restlichen Scheiß. Beziehungsweise hier können wir noch Eier, Rohrzucker und Salbeiblätter hinzutun. So wie das hier, Rooibos. Gereinigter Verband. Bandage, gereinigter Verband. So, den benutzen wir. So, wie sieht es hier aus? So, und packen das auch noch mit dazu. Okay, der wird dafür noch ein bisschen brauchen, aber... Gegrilltes Wolfsfleisch können wir noch machen. Gegrilltes Vogelfleisch. Geröstete Maiskolben lassen wir mal sein. So. Ich
weiß jetzt aber auch gerade irgendwie. Warte mal. Uns fehlt nicht mehr viel für die nächste Stufe. Ich würde mal gucken. Und dickköpfig wäre vielleicht das nächste, was ich machen würde. Ich habe vor, jetzt wieder öfters zu streamen, ja. Also mal gucken, eventuell Mittwoch wieder. Ja, in letzter Zeit war es tatsächlich selten. Weil, ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hattest, aber sagen wir mal so, war in letzter Zeit eher nicht so gut oder weniger gut bei mir am Laufen, privat. Gab es Probleme, Schwierigkeiten. Sag ich jetzt mal so. Warte, ich wollte jetzt. Hier gab es neue Orte. Weißwind, okay. Und sagen wir so, das hatte mit mir psychisch, also mir psychisch zu schaffen gemacht, sagen wir so. Und ich war sehr oft nicht in der Lage, vernünftig zu streamen. Oder irgendwie live dabei irgendwie zu sein oder so. Irgendwie, das war dann so. Mal lief es gut so, vom Gefühl her gut. Da hatte ich auch gedacht gehabt, so gesagt gehabt. Klar, komm, ich schmeiß einen Stream an. Und dann so ein paar Tage gab es, wo ich dann irgendwie eher weniger gut drauf war. Und dann war ich einfach nur bei den meisten im Lurk, bei Hehl zum Beispiel im Lurk. Bei Brom im Lurk. Obwohl, hin und ich bin so einer, ich habe Schwierigkeiten im Lurk zu sein. Ich muss immer Scheiße schreiben irgendwo. Blödsinn schreiben. Nichts Vernünftiges von mir geben. So. Aber ich merke auch, dass ich langsam müde werde. Daher würde ich sagen, ich beende auch mal die Aufnahme für YouTube. So. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart auf YouTube. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.